Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mir mit euch einmal die App Planner anschauen. Wir schauen, wie kann man mit Planner eine Teamorganisation, eine Teamplanung, eine Projektplanung aufbauen, welche Funktionen hat Planner und wie integriert sich Planner in die anderen Office 365 Apps. Planner ist ein Planungstool, wie der Name schon sagt. Planner ist in den Microsoft Business Plänen enthalten und kann als einzelne App verwendet werden oder auch in Microsoft Teams oder anderen Apps eingebunden werden. Planner erinnert dabei sehr an ein Kanban-Board, das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, verschiedene Dinge durch Phasen oder durch sogenannte Buckets durchzuschleifen und ihr könnt damit mit einem Team Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten setzen und wirklich eine sehr transparente und schöne Übersicht kreieren. Außerdem habt ihr eine Statusübersicht über euren Plan und über eure verschiedenen Tasks, die ihr in euren Plänen habt und auch wenn ihr in mehreren Teams oder in mehreren Plänen und Projekten aktiv seid, habt ihr eine Gesamtübersicht über alle diese Themen. Planner ist einfach zu lernen, sehr plug and play, hat viele nützliche Funktionen, die man zur Projektplanung im kleineren Rahmen braucht, ist natürlich nicht so mächtig wie ein Project oder andere Projektplanungstools. Aber das Charmante an Planner ist, man kann es in Teams einbinden, man kann Plug and Play selber damit arbeiten, Taskverwaltung machen und eine Transparenz in seiner Organisation schaffen. Das alleine macht Planner schon sehr, sehr attraktiv. Gerade in kleineren Teams, in agilen Projekten ist Planner sehr, sehr hilfreich und die deutlich angenehmere und einfacher zu implementierende Lösung als beispielsweise ein Microsoft Project. Ich zeige euch im Folgenden jetzt, wie man einen Plan erstellt, welche Funktionen man dabei hat und wie das Ganze dann am Ende aussieht und sich beispielsweise auch in Microsoft Teams integriert. Lasst uns mal reinschauen, was kann Microsoft Planner? Dann lass uns mal loslegen. Wir starten wieder bei der Übersichtsseite für Office 365 Apps. Das Ganze sieht dann so aus. Und hier findet ihr den Planner in der dritten Reihe. Und jetzt öffnen wir den mal und schauen mal rein. Das Erste, was wir sehen, wenn wir in die Planner-Ansicht kommen, wir werden begrüßt. Wir bekommen direkt auf dem Dashboard unsere Übersicht angezeigt, die zuletzt verwendeten Planner, die ich gesehen habe und auch meine als Favoriten markierten Pläne. Ich bekomme sofort eine Übersicht über den Status dieses Plans, das heißt die unterschiedlichen Phasen, in denen sich die Aufgaben befinden. Und oben bekomme ich auch noch den dezenten Hinweis, dass es Planner auch als Mobile-App gibt. Das ist mega praktisch, gerade wenn ihr viel unterwegs seid und mit Planner in Teams oder ähnlich arbeitet, auf dem Handy. Auch da funktioniert das ziemlich gut. Kann ich euch nur ins Herz legen, mit der Planner-App auch auf jeden Fall mobil zu arbeiten. Gibt es für alle gängigen mobilen Endgeräte. Das ist der sogenannte Planner-Hub. So nennt sich das in der Navigation. Was habe ich hier sonst noch an Punkten? Wir haben oben den Punkt, einen neuen Plan zu erstellen. Das zeige ich euch gleich. Unten habe ich die Ansicht meiner Aufgaben. Darunter meine Favoriten und die zuletzt verwendeten Pläne. Wir gehen jetzt mal in meine Favoriten rein. Ich zeige euch mal, wie so ein Plan aussieht, erkläre euch den kurz und danach legen wir mal gemeinsam einen eigenen Plan an. Wir sehen hier, ich habe meine Übersichtsseite. Meine Übersichtsseite ist relativ einfach und rudimentär gehalten. Ich habe hier das sogenannte Board in Planner, was für jedes Team, was in einem Plan ist, quasi immer anzeigbar ist und ich sehe hier die unterschiedlichen Phasen, die ich eingeteilt habe. Ich habe sogenannte Buckets, das sind diese quasi vertikalen Bereiche. Vorne Ramp Up, dann habe ich Phase 1, 2 und 3. Diese Buckets kann ich frei benennen. Ich könnte hier jetzt auch einen neuen Bucket anlegen mit Phase 4 und schon habe ich einen neuen Bucket hinzugefügt. Also ihr seht auch schon direkt im Web ganz Plug and Play einfach hinzuzufügen. Ich kann die Buckets hier auch umbenennen, wenn ich jetzt sage, ich möchte Ramp Up umbenennen und das Phase 0 nennen, könnte ich das hier tun. Ich kann eine Phase löschen und ich kann eine Phase auch nach rechts verschieben oder ich kann eine Phase auch natürlich nach links verschieben, wenn sie nicht schon ganz links steht. Ich sehe jetzt hier auf einen Blick die Aufgaben, wem sie zugewiesen sind. In diesem Team sind mir gerade alle Aufgaben zugewiesen. Ich kann mir die erledigten Aufgaben anzeigen lassen oder eben auch wieder ausblenden. Ich sehe den Status. Da, wo es rot markiert ist, ist eine Aufgabe in Verzug. Wir sehen hier, 1.3. wäre das Fälligkeitsdatum gewesen. Wir sehen vorne diesen Kreis. Den sehen wir hier an verschiedenen Stellen. An einigen Stellen sehen wir ihn nicht. Das bedeutet, dass eine Aufgabe bereits angefangen ist. Wenn da kein Kreis ist und nur das Datum steht, bedeutet das, dass diese Aufgabe noch gar nicht begonnen hat. Und klar, wenn der grüne Haken dran ist und es durchgestrichen ist, heißt es, dass die Aufgabe erledigt ist. Wenn wir jetzt uns diesen Plan mal angucken, sehen wir hier oben auch, ich kann neue Aufgaben hinzufügen. Wir haben einen neuen Bucket angelegt, also fügen wir da jetzt auch mal eine Aufgabe hinzu.
Die Aufgabe nennen wir Abschaltung Skype-System. Hier können wir sie direkt jemandem zuweisen. Wir können ein Fälligkeitsdatum festlegen. Da sagen wir der 30. April und dann ist die Aufgabe hinzugefügt. Ihr seht, das geht also ganz, ganz einfach, ganz, ganz schnell. So habe ich jetzt eine Aufgabe hinzugefügt. Mein E-Mail-Account hat jetzt eine E-Mail bekommen, dass mir eine Aufgabe hinzugefügt wurde. Das ist immer, wenn ich sie zuweise, bekommt die Person auch eine E-Mail darüber, eine Notification. Und wenn der Plan auch in Teams integriert ist, das zeige ich euch später noch, bekommt ihr auch in Teams eine Benachrichtigung. Was kann ich jetzt auf dieser Board-Seite noch machen? Ich kann beispielsweise auch Aufgaben zwischen den Buckets hin und her schieben, wenn ich jetzt beispielsweise möchte, dass mein Run-Invoice-Process nicht in Phase 2 stattfindet, sondern in Phase 4 kann ich ihn nehmen und mit der Maus hier hinziehen. Mit Drag and Drop kann ich also die Elemente, wie ich möchte, hin und her ziehen, kann sie beispielsweise auch hier direkt mit diesem kleinen Haken als erledigt markieren und schon ist die nächste Aufgabe abgehakt. Welche Ansichten habe ich hier jetzt noch in einem Plan? Ich habe oben hier mehrere Möglichkeiten. Die zweite, die ich habe, ist das Diagramm. Hier bekomme ich eine Auswertung über das Projekt bzw. diesen Plan. Ich sehe unten, welchen Mitglieder Aufgaben zugewiesen sind, in welchem Status die sich befinden. Die Statuslegende haben wir hier, die kennen wir schon von der Übersichtsseite. Grün heißt erledigt, rot verspätet, blau in Arbeit und dunkelgrau noch nicht begonnen. Unten sehe ich dann meine Teammitglieder. Wenn ich mehrere habe, bekomme ich auch diesen Balken angezeigt und sehe da auch, wer dann wie weit mit seinen Aufgaben ist. Außerdem bekomme ich eine Auswertung über meine Buckets angezeigt. Das heißt, ich kann sehen, wie viele Aufgaben pro Bucket sich in welchem Status befinden. Ich sehe die Prioritätsanzeige. Aufgaben könnt ihr auch mit Prioritäten versehen. Dringend, wichtig, mittel und niedrig sind die Standardprioritäten. Und dann seht ihr hier, wie die Verteilung über euren Aufgaben ist. Hier oben könnt ihr dann noch filtern. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, nach verschiedenen Einstellungen und verschiedenen Attributen in den unterschiedlichen Aufgaben zu filtern. Beispielsweise zeigt mir nur die Erledigten an. Ihr seht, in Echtzeit ändern sich hier die Graphen. Ich kann hier jetzt auch noch weitere Filter nach Belieben hinzufügen. Beispielsweise, ich möchte nicht nur die Erledigten, sondern auch die in Arbeit sehen. Und schon passen sich meine Diagramme direkt in Echtzeit an. Und außerdem kann ich hier oben noch die Gruppierung einstellen. Aktuell der Standard ist nach Bucket. Ich kann außerdem auch noch danach gruppieren auf der rechten Seite meiner Ansicht, dass sie nach Projektmitgliedern sortiert ist, nach unterschiedlichem Status. Dann kann ich hier die Ein- und Ausklappen, dem Fälligkeitsdatum, der Bezeichnung oder auch der Priorität. Was haben wir noch auf der Übersichtsseite? Oben der dritte Punkt in der Top-Navigation ist der Punkt Zeitplan. Hier bekommt ihr eine Kalenderansicht, die kennt ihr auch schon aus diversen anderen Apps, aus Bookings oder To-Do oder Outlook. Hier habt ihr einen Kalender, ihr seht die Task im Kalender eingetragen in Rot, die überschrittenen, in Grün die abgeschlossenen und in Grau die noch nicht begonnenen. Und hier könnt ihr auch wieder durch die einzelnen Monate schalten, zwischen einer Wochen- und Monatsansicht wechseln. Und hier oben über das Drei-Punkte-Menü neben Zeitplan könnt ihr dann auch in unterschiedliche Bereiche hier wechseln. Ins Outlook für die Unterhaltung, in den SharePoint für die Dateien und Sites, ins Notizbuch für OneNote. Außerdem habt ihr hier nochmal die Option, etwas als Favorit hinzuzufügen, den Plan zu kopieren, den Plan auch nach Excel zu exportieren, auch eine sehr praktische Funktion. Den Link für den Plan kopieren, um ihn beispielsweise an jemanden weiterzuleiten und auch die Planeinstellungen anzuschauen und als letzten Punkt den Plan einem Outlook-Kalender hinzuzufügen. Wir schauen aber jetzt mal in die Planeinstellungen. In den Planeinstellungen seht ihr könnt den Namen des Plans ändern. Ihr habt die Möglichkeit, die Gruppe, die angelegt wird, wenn ihr einen Plan anlegt, denn es wird immer eine Office 365 Group angelegt für die Verwaltung der Mitglieder, wenn ihr einen Plan anlegt, umzubenennen. Ihr seht, es gibt eine Beschreibung für diese Gruppe. Ihr könnt definieren, ob diese Gruppe öffentlich ist oder privat. Privat bedeutet, dass der Plan und die Gruppe nur von den Leuten gesehen werden kann, die Mitglied sind. Öffentlich kann sich dann jeder den Plan anschauen. Und ihr könnt auch die Benachrichtigung für euren Plan einstellen. Also beispielsweise, was ich vorhin sagte, dass jemand eine E-Mail bekommt, wenn ihm eine Aufgabe zugewiesen wird und auch eine Teams-Benachrichtigung und eine Mobile-Push-Nachricht. Das ist der Aspekt mit der App. Wenn ihr die App habt, bekommt ihr sogar eine Push-Nachricht. Außerdem gibt es unter Allgemein noch den Punkt, den Plan zu löschen, falls ihr ihn mal nicht mehr braucht. So, wir sind wieder auf dem Planner-Up. Das war die kurze Übersicht über einen Plan und das, was da drinnen so geht und was da drinnen vorhanden ist. Und jetzt würde ich vorschlagen, zeige ich euch einmal, wie man einen neuen Plan anlegt. Wir gehen also auf Neuer Plan und geben dem Plan einen Namen.
Wir nennen den Plan YouTube-Videoproduktion. Wir möchten, dass dieser Plan privat ist. Und in den Optionen können wir noch eine Gruppenbeschreibung da reinpacken. Jetzt haben wir alles ausgefüllt und dann sagen wir einfach unten Plan erstellen und erstellen einen neuen Plan. So, ihr seht jetzt schon, der neue Plan ist da. Er ist in den zuletzt verwendeten Elementen direkt angezeigt und er beginnt mit dieser Ansicht. Es gibt ein Bucket, das heißt Aufgabe, und es gibt keine Aufgabe und ihr seid direkt drin, Aufgaben zu definieren. Jetzt fangen wir mal an. Wir sagen, der erste Bucket soll nicht Aufgaben heißen, sondern wir nennen das erste Bucket mal Pre-Production. Wir möchten ein zweites Bucket hinzufügen, Production. Ein drittes Bucket nennen wir Post-Production. Und dann soll es das erstmal auch gewesen sein. Das sind die drei Buckets. Und jetzt kann ich hier meine Aufgaben anlegen. Und ich kann jetzt hier auch direkt runterschreiben. Wie ihr seht, wenn ich Enter drücke, wird direkt die nächste Aufgabe aufgemacht. So, das sind jetzt meine vier Aufgaben, die ich hier mal für Pre-Production habe. Dann gehen wir in die Production, da fügen wir auch mal Aufgaben hinzu. Und dann wollen wir auch noch mal in das Thema Post-Production gehen. Und ihr seht, jetzt habe ich hier meine unterschiedlichen Aufgaben eingestellt, erstmal direkt runtergeschrieben innerhalb von wenigen Minuten und jetzt kann ich nachträglich hingehen und beispielsweise diesen Aufgaben in diesem Dialog noch weitere Informationen hinzufügen. Ich kann das Bucket festlegen, ich kann die Priorität hier einstellen, ich kann ein Start- und ein Fälligkeitsdatum definieren, ich kann Notizen hinzufügen, ich kann eine Checkliste hinzufügen, wenn ich möchte, dass diese Aufgabe verschiedene Punkte abhakt. Ich kann eine Anlage, beispielsweise eine Datei anfügen, wenn ich eine Anleitung für eine Aufgabe habe, einen Kommentar angeben und unten sehe ich dann die Historie. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unterschiedliche Aufgaben zu kennzeichnen farblich. Hier kann ich mich dann auch innerhalb des Plans noch weiter mit organisieren. Wir machen jetzt diesen beispielsweise mal rot, den Punkt Testing, und ihn weisen ihn mir zu. Und ihr seht, ich muss hier jetzt nichts weiter machen. Es gibt keinen Speicherndialog. Ich drücke einfach das X und es ist da. Und das kann ich jetzt Stück für Stück für jede Aufgabe machen. Oder auch sagen, ich habe mich vertan. Diese Aufgabe gehört doch hierhin und dann schiebe ich sie dorthin. So einfach könnt ihr hier also Pläne bauen. Ihr seht schon, das Ganze in wenigen Klicks. Ich habe jetzt wieder die Übersicht meiner Diagramme. Ich sehe alle meine 13 Aufgaben. Ich sehe, dass die meisten nicht zugewiesen sind. So, das ist eigentlich schon das, was Planner an dieser Stelle kann. Das ist im Grunde das, wofür man Planner verwendet. Wir sehen jetzt hier unten die zuletzt verwendeten. Ich möchte den YouTube-Plan auch noch meinen Favoriten hinzufügen. Jetzt habe ich hier zwei Pläne angezeigt. Das ist im Grunde schon die große Magie hinter Planner. Ihr seht, das ist wirklich ziemlich einfach. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man Planner in Microsoft Teams integriert und wie das dann aussieht. So, wir sind jetzt hier in Microsoft Teams und sind schon in dem Team YouTube-Videoproduktion. Ihr erinnert euch, ich habe eben einen Plan angelegt, der genau so heißt. Und basierend auf der Office 365-Gruppe, die ich genannt habe, die im Hintergrund immer mit so einem Plan erstellt wird, kann ich dann auch direkt ein Team erstellen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie man hier genau diesen Plan, den wir eben neu angelegt haben, hinzufügt. Oben habt ihr die gängigen Optionen, Beiträge, das ist euer Chat, die Dateien und das Wiki, das ist immer Standard in jedem Team dabei, daneben das Plus. Und wir wollen jetzt mal eine neue Registerkarte hinzufügen, dann geht dieser Dialog auf und ihr seht hier schon die ganzen Microsoft-Apps, die ihr jetzt hinzufügen könnt, plus viele, viele weitere, die bei mir in der Umgebung gestattet sind. Aber ihr seht hier auch beispielsweise sowas wie Asana oder andere Projektmanagement- und Planungs-Apps, die ihr hier hinzufügen könntet. Wir wollen jetzt Planner hinzufügen. Wir fügen diese App mal hinzu, dann bekommt ihr diesen Dialog angezeigt. Jetzt könnt ihr aussuchen, was möchtet ihr machen, einen neuen Plan erstellen oder einen vorhandenen Plan verwenden. Wir gehen jetzt mal auf vorhandenen Plan verwenden und wir sehen hier YouTube Video Production als vorhandenen Plan. Das ist genau der Plan, den wir eben angelegt haben. Ich klicke da drauf. Ich möchte, dass das Hinzufügen in dem Chat gepostet wird als Notification für alle im Chat und klicke auf Speichern. Jetzt wird das Ganze hinzugefügt. Und schon seht ihr, habt ihr euren Plan, euer Planner in eurem Teams. Das geht pro Kanal, der hängt jetzt hier im Allgemeinen. Und ihr seht, hier sind meine Aufgaben und ich kann hier auch wieder genau die gleichen Dinge machen, wie eben im Planner gezeigt. Ich kann meine Buckets bearbeiten, ich kann ein neues Bucket hinzufügen, ich kann meine Elemente hin und her schieben, ich kann auch hier wieder
in die Aufgaben reingehen. Es sind genau die gleichen Dialoge. Ich kann sie als abgeschlossen markieren und habe so auch die volle Planner-Nutzung in meinem Teams-Client. Auch hier kann ich auch die Diagramme switchen, mir den Zeitplan anschauen und all diese Filterfunktionen verwenden, die ich euch eben auch schon gezeigt habe. Dann möchte ich euch jetzt noch einen letzten Punkt von Planner in Teams zeigen. Und das ist der Punkt, wie sieht das aus, wenn ich einen neuen Plan in Teams anlege? Ich habe hier jetzt mal einen zweiten Kanal angelegt und den Mai-Planung genannt. Wir gehen auf das Plus. Ich wähle Task von Planner aus und möchte in dem Fall einen neuen Plan erstellen. Und den nennen wir Mai-Planung sowie den Kanal. Und ihr seht, jetzt habt ihr einen leeren Plan, einen leeren Planner wie in der Planner-App in einem anderen Kanal und könnt hier wieder von vorne mit eurer Planung anfangen. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die Planner-App selber gehen, sehen wir hier auch, Mai-Planung taucht jetzt auch hier auf und analog genauso auf euren mobilen Endgeräten, wenn ihr diesem Plan hinzugefügt seid. So, das war Microsoft Planner. Einmal im Schnelldurchlauf. Ich habe euch alle Funktionen gezeigt. Was kann Planner so? Wie richtet man einen neuen Plan ein? Und wie einfach ist es, ein Team nur mit Planner zu organisieren? Ihr habt die einfachste Taskverwaltung. Ihr könnt da die notwendigen Informationen hinterlegen. Und ihr habt die Möglichkeit, mit verschiedenen Plänen und verschiedenen Teams damit eine Organisation herzustellen. Und auch der Mitarbeiter bekommt mit einem zentralen Dashboard eine Übersicht, wo hat er was zu tun, was natürlich gerade dann praktisch ist, wenn ich in verschiedenen Teams, in verschiedenen Projekten unterwegs bin. Außerdem haben wir gesehen, wie einfach und nahtlos sich Planner auch in Microsoft Teams integrieren lässt, was natürlich gerade für die Zusammenarbeit in Teams sehr, sehr perfekt ist, weil ihr dann auch im Teams natürlich noch den Chat und die Dokumente zu einem Projekt habt und ihr euch damit sehr einfach selbst verwalten könnt, ein Team zusammenarbeiten kann. Man kann schnell mal einen Task, den man erledigt hat, auch direkt auf erledigt setzen, muss das nicht erst groß irgendwo hin reporten. Das Ganze geht auch auf einer Mobile-App. Also schon sehr, sehr einfach und schafft eine große Transparenz im Projektteams. Und so könnt ihr eure Projektarbeit und Teamarbeit natürlich immer weiter optimieren. Mit so einer einfach gebauten App wie Planner, die wirklich auch für Nicht-Projektleiter, für Nicht-Profis sehr, sehr schnell zusammengebaut ist, um die beste Planung für euer Team sicherzustellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, nutzt ihr schon Planner, wofür nutzt ihr Planner, was findet ihr gut, wofür reicht euch Planner vielleicht nicht aus, lasst es mich wissen, finde ich interessant. Ich mache ganz, ganz viel mit Planner in meinen Projektteams, aber vielleicht habt ihr ja auch noch eine andere Sicht darauf. Und dann Dankeschön, dass ihr dieses Video geschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, denkt dran, abonnieren. Also bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Tschö mit Ö.